Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hollywood Box von Bones MC. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hollywood von Bones MC, das Ganze am 11. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Bones MC. Ich wollte euch das Ganze natürlich schon etwas früher vorstellen, idealerweise natürlich direkt zu Release am 11.9. Leider gab es bei meiner Bestellung dann irgendwie Probleme, ich habe dann keine Box erhalten. Ja, war nicht ganz so einfach und dann hat es mich auch irgendwie etwas genervt, aber schlussendlich habe ich mir dann gesagt, dass ich die Box auf jeden Fall noch vorstellen möchte, habe sie dann anderweitig noch organisieren können und somit mit einigen Wochen Verspätung kann ich es euch schlussendlich präsentieren. Ja, das ist die Box, kommt hier quadratisch. Wir haben hier ein sehr ungewöhnliches Design. Und zwar haben wir hier so eine Collage aus diversen einzelnen Grafiken bzw. Bildern. Also es wirkt hier wirklich wie so zusammengewürfelt, zusammengeschnipselt. Erinnert auch ein bisschen so an Shindy Dreams vom Artwork her. Hier lesen wir einmal 187 Straßenbande präsentiert. Dann haben wir hier die Schrift, so ähnlich wie das Hollywood-Zeichen, B-O-N-E-Z, also Bones und dann hier noch MC. Dann diverse Symbole, die wir schon von den Videoauskopplungen kennen, also hier zum Beispiel der Wagen, der Roadrunner, natürlich Bones hier mit einer MP5 abgebildet. Krokodile, Zombies, hier gibt es echt einiges zu sehen. Hier haben wir auch noch Jesus und Maxwell abgebildet. Da oben ist auch noch Saphir, wenn ich es richtig sehe. Ja, also einiges los hier auf dem Cover. Hier unten lesen wir dann noch Shots Fired, Zombie Life und Bones. Hier gibt es nochmal Hollywood. Rechts sieht das Ganze so aus, also wie so eine Filmrolle. Dann hier nochmal eine Filmklappe. Und hier nochmal Zombie Life 187. Okay, auf der Unterseite ist das Ganze auch wieder in diesem Zombie-Modus gehalten. Hollywood. Dann lesen wir hier wieder Live. Das Auge kommt raus, der Kopf ist geöffnet, Spritzen im Gesicht. Ja, das ist ein klassisches Bones-Motiv. Und hier haben wir noch die Infos zum Album, und zwar über die Boxinhalte. Wir lesen hier einmal Größe M, das bezieht sich auf das Shirt. Und dann haben wir noch die Boxinhalte, und zwar haben wir hier einmal die Zombie-Maske, Zombie-Shirt, Hollywood-Fotobuch, Album-CD und drei Sticker. Rechts unten der Barcode, und dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. So, der Boxdeckel ist abnehmbar, von innen in weiß. Und da kommt auch schon die Polizei. Und dann haben wir hier als erstes einmal die Zombie-Maske, die kommt noch in Folie. Dann das Album an sich, Hollywood. Das Shirt in der Größe M. Das Fotobuch. Und das war's auch schon. Also Sticker habe ich jetzt keine mit dabei. Eventuell kommen die noch irgendwie zum Vorschein im Fotobuch oder beim Album. Aber ich glaube eigentlich, die sollten hier so frei drin rumliegen in der Box. 187, also hier ist auch nochmal untenrum alles gestaltet worden. Okay. So, dann packen wir die Box mal zur Seite und schauen uns das Ganze an. Wie gesagt, zwei Sachen hier noch in Folie. Einmal diese labbrige Maske und natürlich einmal das Album. Das ist ja auch noch in Folie. Werden wir direkt mal aufschlitzen. So, wunderbar. Also, das ist es also, das zweite Soloalbum von Bones. Ja, schwer zu glauben, aber es ist tatsächlich so, es gab erst ein Soloalbum zuvor und das ist dieses hier. Krampfhaft kriminell kam im Jahr 2012, also ist mittlerweile 8 Jahre her. Seitdem gab es natürlich diverse Releases, aber es waren allesamt so Sampler, Collabo-Album, was auch immer. Also ihr wisst, Balmen aus Plastik oder auch High und Hungrig. Aber Soloalbum ist das tatsächlich erst das zweite. So, wir haben hier ein anderes Cover als auf der Box, und zwar das eigentliche Cover zum Album. Ich glaube, ursprünglich hätte auch die Box hier in diesem Design sein sollen.
Wir haben hier diesen klassischen Stern, den man kennt vom Walk of Fame, der hier auch wieder mit diversen Elementen gespickt ist. Pizza, Goldketten, alles hier mit dabei. Bones rechts oben und hier unten lesen wir wieder Zombie Life. Das Ganze ist hier ein Pappschuber, der hier auch rundum beschriftet ist. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 13 Tracks an der Zahl. Wir haben diverse Features mit dabei. Unter anderem natürlich die Kollegen seiner 187 Straßenbande, also Maxwell, Jesus, Alex, Safir mit dabei. Und auch noch einmal Masika und Jamil. Ich muss ehrlich sagen, diese beiden Personen sagen mir sonst nichts. So, okay, hier wieder beteiligte Barcode. Und dann schauen wir mal rein. Den ganzen Pappschuber kann man natürlich abziehen. Und hier kommt dann ein alternatives Cover zum Vorschein. Wir erinnern uns, die Vinyl zu diesem Album, die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und auf der Vinyl hatten wir auch genau dieses Cover hier. So, auf Seite in rosa und auf der Rückseite wieder in schwarz. Ja, die Tracklist, das kennen wir schon. Dann schauen wir mal rein. Als erstes geht es natürlich ans Booklet. So, was haben wir hier? Wir haben hier einerseits mal die einzelnen Tracks mit den Infos, wer daran beteiligt war, beziehungsweise wer hier so mitgewirkt hat. All das kann man hier lesen. Dann geht es hier weiter in dieser Collage-Optik. Ja, ziemlich verstörende Bilder hier mit dabei. Zombies, der Name ist Programm. Und zum Abschluss gibt es ja nochmal den Roadrunner. Jawohl. War, glaube ich, die erste Single-Auskopplung zum Album. Die CD ganz klassisch hier in Silber gehalten mit schwarzem Aufdruck. Und dahinter kommt nochmal Bones auf seiner eigenen Dollarnote zum Vorschein. So, also soweit zum Album. Packen wir wieder in den Pappschuber. Das Album gibt es natürlich auch ohne Box, also rein nur das Album hier im Pappschuber kann man auch kaufen. Als nächstes haben wir hier diese wunderschöne Zombie-Maske. Ja, also wie in dem Videoclip, ich glaube Tilidin weg hieß das, haben wir hier den Zombie-Bones. Oben links auf der Stirn auch noch hier so ein Loch, wo hier scheinbar das Gehirn rausquillt. So sieht das von innen aus. Und dann haben wir hier einen Gummizug, mit dem man das entsprechend dann aufsetzen kann. Und dann kann man hier zum Beispiel, jetzt steht in Kürze Halloween vor der Tür, als Zombie Bones sein Unwesen treiben. So, als nächstes haben wir mit dabei ein Shirt. Und dieses kommt hier in schwarz. Und auch hier wieder der Zombie Bones abgebildet. Also 187 Zombie We Kill lesen wir hier. Dann wieder Bones mit Spritzen im Kopf, jede Menge, was haben wir unten, Tabletten und dann hier noch ein gebrochenes Kreuz, sieht wie auf einem Friedhof aus. Auf der Rückseite ist das Ganze schlicht gehalten, also einfach in schwarz, kein Neckprint. Und wir haben es hier zu tun mit einem Gilden Heavy Cotton in der Größe M und das Ganze ist made in Nicaragua. Grüße gehen raus. Hier haben wir es noch, 100% Baumwolle. So, wie gesagt, das Shirt gab es ja in unterschiedlichen Größen. Ich glaube von S bis XL oder so konnte man da alles bestellen. Ich habe mich für M entschieden. So, und dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier dieses Fotobuch. Bones Hollywood Life, dokumentiert von Pascal Kerouche. Ja, der macht ja schon seit einiger Zeit die Fotos der 187 Straßenbande. Dann schauen wir mal rein. So, hier lesen wir auch wieder. Und hier geht's dann los. Also, dann haben wir hier eine Widmung. Bedeutet, Pascal Kerouche hat uns hier eine kurze Einleitung gegeben zu diesem Buch. Könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. Und hier geht's dann los. Also, das ganze Buch dann voll mit Fotos. Ihr könnt hier sehen, alles hier in den USA entstanden. Also hier wurden ja die diversen Videos gedreht und natürlich auch jede Menge Fotoshootings gemacht. Und das ist so ein quasi Making-of oder Behind-the-Scenes, was dort alles so los war. Ja, Alex ist auch mit am Start hier in seiner Nike TN-Badewanne. Gut,
Ja, das war's soweit. Wie gesagt, Sticker hätten eigentlich auch noch dabei sein sollen, waren jetzt bei mir nicht dabei. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz, damit ihr seht, wie diese aussehen. So, also, das sind die Sticker, die hier dabei sein sollten. Einmal hier links der Roadrunner, dann rechts noch Big Body Benz und oben dann der 100-Dollar-Schein von Bones. Ja, drei Sticker, wie gesagt, waren jetzt, wie wir gesehen haben, bei mir nicht dabei. Ich dachte bis zuletzt, dass sie vielleicht irgendwo beim Album oder in diesem Fotobuch noch reingerutscht sind. Wie wir sehen, war das nicht der Fall. Gut, das Shirt und die Maske zeige ich euch noch einmal ganz kurz, wie das getragen aussieht, damit ihr das hier auch richtig sehen könnt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier das schwarze Shirt mit dem Zombie-Aufdruck. Darüber lesen wir noch 187, dann rechts We Kill, dann eben der Zombie Bones. Und so sieht das dann aus. Ja, das Ganze dann natürlich auch noch in Kombination mit der Maske. Dann kann man hier zum Zombie-Shirt auch noch passend die Zombie-Maske tragen. Und dann kann man so die Gegend unsicher machen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Maske sowie auch das Shirt. Wie gesagt, das Shirt gab es in diversen Größen. Dann haben wir das Fotobuch hier, Hollywood Life von Pascal Carouche. Und natürlich das Album an sich, Hollywood von Bones im regulären Jewelcase mit Pappschuber mit insgesamt 13 Tracks. Jawohl, wie gesagt, drei Sticker waren auch noch dabei. Die waren bei mir allerdings nicht dabei, deswegen kann ich sie euch nicht zeigen. So, das alles in dieser wunderbaren Box, Hollywood von Bones MC. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bones MC unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.